آمنت أن الآخرة لا بد يوما آتية كل الخلائق. Man hat jetzt den Hijab nur noch auf das Kopftuch reduziert. Es ist nur noch wichtig, dass du deine Haare bedeckst. Was aber deine Beine angeht, deine Brüste angeht, dein Hintern angeht, dein Körper allgemein angeht, kein Problem. Hauptsache, sie hat ihre Haare bedeckt. Ja, okay, das ist ein Teil der Bedeckung, aber das ist nicht die komplette Bedeckung. Die komplette Bedeckung ist, dass du alles an deinen Körper bedeckst. Alle Reize, die an deinem Körper sind, und das ist dein gesamter Körper. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, Al-Mar'atu awra, das heißt, die Frau ist komplett ein Reiz. Für wen? Für die Männer. Deine Arme, deine Beine, deine Füße, deine Schenkel, dein Bauch, dein Rücken, dein Gesäß, das ist alles Reiz für den Mann. Was ist deine Aufgabe? Deine Aufgabe ist, dass du deinen gesamten Körper, der einen Reiz bildet für den Mann, dass du diesen gesamten Körper bedeckst. Denn wisse, wenn du dich nicht richtig bedeckst, auch wenn du deinen Kopf bedeckst mit einem Kopftuch, wisse aber, wenn du mit deinem Körper einen Mann reizt, dann bekommt er Sünde, weil er dich angesehen hat, und du bekommst die Sünde dafür, dass er eine Sünde wegen dir gemacht hat. Sabil al-dumu'i sabil mariha tana hadar.